Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das ist ein recht sperriges Wort, doch es soll nach dem Willen der Bundesregierung kein Bürokratiemonster werden. 600 Milliarden Euro schwer soll der Fonds deutschen Unternehmen schnell helfen, mit ausreichend Liquidität durch die Corona-Krise zu kommen. Fragen dazu an Rechtsanwalt Ingo Wegerich, er ist Präsident des Interessensverbandes Kapitalmarktorientierter KMU e.V. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt. Herr Franek, hallo, ich grüße Sie. Ja, zunächst ganz grundsätzlich, wer darf sich denn Hoffnungen auf diesen Milliardentopf machen? Naja, Milliardentopf, finde ich, klingt ein bisschen surreal und klingt ein bisschen nach Geschenken. So ist es ja nicht. Sie müssen sehen, wir sind in der größten Wirtschaftskrise überhaupt, der Corona-Pandemie. Und es geht hier um Unternehmen, die keine andere Finanzierungsmöglichkeit haben. Das ist die Sachlage. Und es geht auch hier nicht um Geschenke, sondern wenn ein Unternehmen eine Bürgschaft auf einen Kredit bekommt vom WSF, dann muss es eine Bürgschaftsprovision zahlen. Das Unternehmen zahlt also eine Gegenleistung. Vielleicht das erst einmal vorweg. Wer kann die Hilfen in Anspruch nehmen? Das sind Unternehmen der Realwirtschaft, also keine Banken. Darüber hinaus müssen gewisse Größenvoraussetzungen gegeben sein. KMU sind grundsätzlich ausgeschlossen. Hiergegen sprechen wir uns natürlich aus. Kann eigentlich nicht sein, KMU von diesen Hilfen auszunehmen. KMU können die Hilfen dann in Anspruch nehmen über gewisse Ausnahmen. Die Ausnahmen sind im Ermessen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Was sind die Größenkriterien? Vielleicht ganz kurz noch. Das Unternehmen muss eine Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro haben. Das Unternehmen muss Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro haben. Und das Unternehmen muss mehr als 249 Arbeitnehmer haben. Zwei von diesen drei Kriterien müssen erfüllt sein. Darüber hinaus müssen andere Voraussetzungen gegeben sein. Das Unternehmen muss eine klare, eigenständige Fortführungsperspektive haben. Und das Unternehmen darf kein Unternehmen sein, was zum 31.12.2019 in Schwierigkeiten war. Da gab es eine EU-Definition, da gibt es eine EU-Definition dazu. Grundsätzlich kann der Wirtschaftsstabilisierungsfonds auf zwei Arten helfen, habe ich gelesen. Er kann Unternehmensanteile erwerben, um damit die Firmen zu rekapitalisieren, Herr Wegerich, und er kann Kredite garantieren. Kann er somit auch Anleihen mit einer Garantie ausstatten? Herr Branek, für diese Frage bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Da sprechen Sie jetzt ein ganz wichtiges Thema an. Grundsätzlich muss man sagen, nach dem Wortlaut war es vorgesehen. Der Wortlaut des Gesetzes zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist sehr eindeutig. Da ist nämlich die Rede von, dass der Fonds auch Garantien unter anderem auf Schuldtitel, die von Unternehmen begeben worden sind, geben kann. Schuldtitel sind Wertpapiere, damit auch Anleihen, klarer Wortlaut. Jetzt in den jüngsten Veröffentlichungen spricht jedoch das Wirtschaftsministerium und der WSF primär von Bürgschaften für Bankkrediten. Im Rahmen einer individuellen Strukturierung wären auch Anleihen, Garantien auf Anleihen möglich. Allerdings sieht eine individuelle Strukturierung eine Hilfe in Höhe von mehr als 100 Millionen voraus. Das heißt, grundsätzlich würden jetzt erstmal Mittelstandsanleihen nicht darunter fallen. Die haben ja ein Volumen von 25 bis 50 Millionen Euro. Machen wir es mal konkret. Woran hakt es denn jetzt? Wer kann, ja, wer muss entscheiden, Herr Wegerich, dass der Fonds Anleihen absichern darf? Ja, es hakt an vielem. Das Gesetz ist ja vom 27. März 2020. Wir haben jetzt nicht mehr März, Herr Franek. Das wissen Sie. Wir haben auch nicht April, wir haben nicht Mai, wir haben nicht Juni, wir haben nicht Juli. Wir sind im August, wir sind im Hochsommer, wir sind in der größten Wirtschaftskrise überhaupt. Seit einem halben Jahr ist nichts passiert. Wir warten hier alle auf eine Verordnung, eine konkretisierende Verordnung unter dem Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz, die bisher nicht erlassen worden ist. Das ist der erste Punkt. Und 6 Monate. Und der zweite Punkt ist, jetzt tauschen sich Wirtschaftsministerium und Finanzministerium aus, ob auch Mittelstandsanleihen möglich sein sollen. Wären denn Bürgschaften des Fonds für Mittelständler eine Alternative? Aus unserer Sicht nein oder nur begrenzt. Das ist ja keine andere Hilfsmaßnahme, als letztendlich schon die KfW vorsieht. Das Problem ist hier, es sind Ausfallbürgschaften auf Bankkredite im Volumen von dann nur 90%. Das heißt, sie brauchen erstmal eine Hausbank, die ihnen den Bankkredit gibt. Und die Hausbank steht ja dann selbst mit den 10%, weil nur 90% werden dann über die Bürgschaft sozusagen abgesichert. Die Hausbank selbst steht selbst mit diesen 10% im Risiko. Und das führt dazu, dass möglicherweise dann die Hausbanken sagen, nein, das wollen wir nicht. Anleihen, bei Anleihen haben sie dieses Thema nicht. Von daher ist Anleihen deutlich
attraktiver. Und auch Anleihen sind natürlich auch ein sehr attraktives Finanzierungsinstrument. Sie müssen es so sehen, Sie haben jetzt dann eine durch den WSF garantierte Anleihe, eine Staatsanleihe quasi zu 90%. Und Sie haben einen dann doch sehr attraktiven Coupon. Staatsanleihen sehen einen Nullcoupon vor. Hier haben Sie im Gegensatz dazu einen deutlich attraktiven Coupon. Das ist interessant, nicht nur für institutionelle Investoren, das ist auch interessant für Privatanleger. Und darüber hinaus haben ja die Unternehmen, die dann eben diese Hilfsmaßnahmen bekommen, eine klare eigenständige Fortführungsperspektive. Das heißt, es geht mit dem Unternehmen weiter und dann ist das Risiko letztendlich begrenzt. Das ist eine recht komplexe Materie, wenn ich das so sagen darf. Zumindest erscheint es mir so jetzt als Fragensteller, Herr Wegerich. Wie können Sie jetzt als KMU-Verband Mittelständlern Unterstützung geben? Es ist ja so, wenn Sie als Mittelständler alleine auflaufen vor dem Ministerium, dann hört Ihnen natürlich keiner zu. Selbst wenn Sie ein gewachsener Mittelständler sind und die Leute zu Ihnen aufblicken und Sie Hunderte oder auch Tausend über 1000 Mitarbeiter haben. Aber wir sind eben nicht alleine. Wir vertreten ja den kapitalmarktorientierten Mittelstand. Hier stehen viele hinter uns. Und wenn wir sprechen, dann wird uns zugehört. Und wir sind aktuell auch im Dialog mit dem WSF und mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ingo Wegerich, Präsident des Interessensverbandes Kapitalmarktorientierte KMU e.V. hier im Interview. Dankeschön für das Gespräch.